Okay, das sieht jetzt nicht so schön aus, dass die Idris da so rumbackt. Aber egal. Ist das eine Idris? Ich glaube ja. Meine Fresse. Die hängt da an der Seite dran, wie ein weiß ich auch nicht. Von der Antenne aufgespießt. Da unten ist diese Riesenkanone, von der ich gesprochen habe. Guckt euch das mal an, wie riesig die ist. Da ist meine kleine Star Runner nix gegen. Das ist Wahnsinn. Die Kanone ist größer als die Star Runner. Einfach Wahnsinn. Kann man sich so gar nicht vorstellen, das muss man gesehen haben. Aufpassen, nicht dass ich gleich wie die Idris hier irgendwo festhänge. Also ich vermute, der wird auch nicht anhalten oder so. Der wird hier sein Ding machen, hier rumfliegen und dann wird er wieder abdüsen. Ich dachte, ich könnte da landen. Hat nicht geklappt. Ist schon ein Riesenteil. Wahnsinn. Allein schon die Triebwerke, das ist schon
enorm. Selbst die Idris, die ja eigentlich ein recht großes Schiff ist, zack, da waren sie weg. Die hängt da an der Seite dran, als wenn sie nix wäre. Ey, cool, haben wir den Bengal gesehen. Das ist ja klasse. Fliege ich mal eben los und repariere mein Schiff. Das ist cool, jetzt ist hier hinten drin rot. Das Schiff beschädigt ist, cool. Sind diese neuen Beleuchtungsmodi. Jetzt bin ich cool. Das sieht ja geil aus. Leider nicht im ganzen Schiff, nur im Cockpit. Cool wäre, wenn das überall wäre. So dass quasi alle wissen, hier ist irgendwie was faul. Landing gear down. Landing complete. So, dann fliegt die Kiste mal wieder zusammen. Aber man hat gesehen, der taucht einfach so auf. Ganz plötzlich, so unscheinbar, von der Seite kam er geflogen. Ich nehme mal wieder eine Position ein, so ein bisschen oberhalb. Vielleicht kommt er ja nochmal. Aber das war schon cool. Ihr habt gesehen, der hat auch jede Menge Begleitschiffe gehabt. Jetzt geht auch die Sonne auf. Vielleicht können wir noch mal sehen und es ist dann hell. Das wäre ja cool.
Sieht auch nicht schlecht aus so.